Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Arceus. Es geht nun weiter mit dem nächsten Part. Nachdem wir gegen das große Dialga gekämpft haben und es sogar gefangen haben, ja, ist unsere nächste Aufgabe nun, das Urerz abzubauen, um irgendwas herzustellen. Und vor allen Dingen kam nach Dialga nochmal ein Pokémon, was noch viel gefährlicher war. Aber dazu kommen wir jetzt. Und zwar bin ich hier schon hingelaufen, wo wir auch schon dieses Urerz finden können. Wow, da verschlägt es einem glatt die Sprache. Von diesem Ort geht eine außergewöhnliche Kraft aus. Fast als läge hier die Geburtsstätte der Welt selbst. Und wie sieht's aus, Toppin? Meine Expertise und Handfertigkeiten im Bergbau sind einsatzbereit und Viscargot ebenfalls. Ich würde also vorschlagen, ihr überlasst mir die Knochenarbeit. Lieben gerne. Nicht so schnell! Oh nein. Die schon wieder. Was ist denn jetzt schon wieder? Wer ist da? Wir haben keine Zeit für solche Sperenzchen. Ephelia, dass du dich nach deinem Austritt aus dem Clan nochmal blicken lässt. Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Hört gut zu, ihr werdet nun den Schatz ausgraben und ihn dann brav uns überlassen. Was macht ihr für verdutzte Gesichter, euch nachzuspionieren war nun wirklich keine Kunst. Was wir brauchen, mag zwar so wertvoll sein wie ein Schatz, aber wir wollen damit einfach nur unseren blauen Himmel zurückbekommen. Guck, das Oberhaupt des Pörklans ist also immer noch so ein Moralapostel. Genau deshalb habe ich es dort nicht ausgehalten. Mir ist es egal, warum ihr euren alten Leben den Rücken gekehrt habt. Aber Toppin werdet ihr deswegen nicht bei der Arbeit stören. Wir drei gegen euch drei. Du übernimmst Distia, Sarina. Hör gut zu, wenn die große Schwester spricht. Einmischung in unsere Pläne erlauben wir nicht. Gestatten, Distia, der Dorn in deinem Auge. Ich bin so stachelig, dass ich es selbst kaum glaube. Mach dich auf einen großartigen Kampf gefasst, wie man ihn nur einmal im Leben erlebt. Dann wollen wir doch mal. Hol doch dein Pokémon. Oh, sie hat sogar... Ah, zwei Stück hat sie. Okay. Rizaros. Oh, ein schönes Pokémon. Hab ich effektive Attacken? Natürlich, ein Eisstrahl. Dann wollen wir doch mal gucken, ob das auch gut gegen das Kleine wirkt. Und One-Hit. Gengar! Ein Geister-Pokémon. Tempotechnik. Aua. Finsteraura ist sehr effektiv. Komm, ich mache mit dir kurzen Prozess und weg bist du. Reicht jetzt. Dein Können ist wirklich nicht von dieser Welt. Sag mal, Ephelia, willst du nicht zum Diamantplan zurückkommen? Die Zeiten ändern sich und bei uns ist auch nicht mehr alles wie früher. Du könntest uns mit deiner Stärke sehr helfen. Ha! Es würde mir im Traum nicht einfallen, mir wieder eure Fesseln anlegen zu lassen. Niemals! Euren Schatz könnt ihr behalten, aber tut gefälligst was gegen diesen roten Himmel. Ja, jetzt auf einmal. Du bist ja schon wieder stärker geworden. Vielleicht kannst du wirklich etwas gegen dieses Ungeheuer am Kraterberg ausrichten, Sarina. Beim nächsten Kampf mache ich jedenfalls Kleinholz aus dir. Wirst schon sehen. Magie.
Oh, also echt. Was wollten die drei hier überhaupt? Naja, jetzt mache ich erstmal unsere Pokémon wieder fett. Die Nessia, die ich kenne, hat zwar viel genörgelt und gerummelt, war aber immer zur Stelle, wenn sie gebraucht wurde. Bestimmt haben die drei sich Sorgen gemacht und wollten nur nach dem Rechten sehen. Dann sollten sie das doch einfach so sagen. Die rauben mir noch den letzten Nerv. Fertig, ich konnte etwas von diesem Erz gewinnen. Urerz. Oder wie auch immer ihr es jetzt nennt. Hier, Sarina, nimm du es. Du erhältst einen Brocken Urerz. Dieses Erz birgt eine mysteriöse Energie. Legenden zufolge wohnt in ihm eine Kraft des ehrwürdigen Sinnoh inne. Das war überraschend einfach. Falsch, ich bin einfach nur unglaublich begabt. Eigentlich verdiene ich hier ein dickes Lob. Auf dich ist immer Verlass, Topin. Kein Wunder, dass Axandor dich als Wächter anerkannt hat. Dann mal zurück zum Professor mit dem Erz. Ich muss schon sagen, er sieht zwar nicht danach aus, aber er verfügt zweifelsohne über geballtes Wissen und ein gutes Urteilsvermögen. So, dann wollen wir doch mal. Das sind ja coole kleine Kreaturen oder Steindinger. Da haben wir doch was Seltenes. Nirschmineral. So, dann wollen wir mal zu dem Professor gehen. Das ist also das Mineral allen Ursprungs, das Urerz. Ah, ich kann förmlich spüren, wie in diesem Stück Erz unser ganzes Universum seinen Anfang fand. Wie sind Sie eigentlich auf diesen Namen Urerz gekommen? Das Ur kommt bestimmt von Ursprung, oder? So ist es. Nun lasst uns aber zur Tat schreiten und wieder nach Jubeldorf zurückkehren. Hier bleiben Sie die Bruchstücke der roten Kette, Professor Lavin. Mehr ist nicht mehr von ihr übrig. Ich vermute, dass sie selbst zerbrochen ihre volle Wirkung entfalten kann. Danke, dass du sie aufgesammelt hast. So, dann geht's weiter mit dir, Sarina. Hast du das Urdings griffbereit? Du überreichst das Urerz. Todesmutig hat der Pearl-Clan die Bruchstücke der Kette zusammengesammelt. Der Diamant-Clan hat uns das Wissen über das Mineral allen Ursprungs überliefert. Nun ist es an der Galaktik-Expedition, beides in einem Gefäß zu vereinen. Lumius, als Experte im Herstellen von Items gebührt die Ehre natürlich ganz dir. Dann zeigt dir dein Mentor jetzt mal, was er drauf hat, Sarina. Das wird wahrscheinlich eine Weile dauern. Bitte geduldet euch ein bisschen. Ihr könnt ja so lange miteinander plaudern. Hey, Professor, was dauert denn da so lange? Ihm, in Wirklichkeit geht es dir gar nicht darum, keine Zeit zu verschwenden, oder? Du bist einfach nur ungeduldig, gib's zu. Wenn sich durch Herumsitzen und Nichtstun Probleme lösen ließen, würde ich das tun. Gut,
Ding will zwar Weile haben, aber lange weilen können wir nicht. Es ist vollbracht, Sarina. Ich nenne ihn den Urball. Wenn die Überlieferungen der Wahrheit entsprechen, sollte sich das im Sinnoh-Tempel erschienene Pokémon damit fangen lassen. Cool. Ein Urball. Zwischen so aus wie der Meisterball, den man kennt. Mit diesem einzigartigen und besonderen Ball kannst du das Pokémon fangen, das im Sinnoh-Tempel herumwütet. Schon faszinierend irgendwie, dass so ein kleiner Pokéball ganz Hisui und seine Bewohner retten soll, meine ich. Spannend finde ich auch, wie sich Menschen und Pokémon näher kommen, nachdem es mit einem Pokéball gefangen wurde. Holla, was ist denn jetzt wieder? Ist das, ich glaube, eine Stimme kehrt zurück. Eine Stimme ist zurück. Spricht die Jalga wieder zu dir? Ja. Klingt, als wolle uns das ehrwürdige Dialga im Kampf beistehen. Oh, das ist doch ganz ausgezeichnete Neuigkeiten. In dem ehrwürdigen Sinnoh des Diamantclans, oder besser Dialga, haben wir einen starken Verbündeten. Also dann, Sarina, nimm den Urball und eile mit Dialga zum Sinnoh-Tempel. Wow. Zeit, den Himmel wieder normal zu machen. Wen haben wir denn hier? Also, hier steht ein schwerer Kampf bevor. Bist du wirklich bereit für den Kraterberg? Bin ich. Gut, das wollte ich hören. Nun hört genau zu, was ich euch sage. Zeit und Raum können nicht voneinander getrennt werden. Das Pokémon, das im Sinnoh-Tempel erschienen ist, heißt Palkia und gebietet über den Raum. Wird ihm nicht Einhalt geboten, verzerrt sich der gesamte Raum Hisuis und unserer Welt, ist dem Untergang geweiht. Doch nun zählst du sein Gegenstück zu deinen Verbündeten. Mit Dialga, dem Gebieter, über die Zeit könnte es gelingen, Zeit und Raum ins Gleichgewicht zu bringen und so die Ordnung der Welt wiederherzustellen. Und nun geh zusammen mit Dialga zum Sinnoh-Tempel. Was ist jetzt noch? Und hört genau zu, was ich euch sage. Zeit und Raum können nicht voneinander getrennt werden. Hä? Das Pokémon, das im Sinnoh-Tempel erschienen ist, heißt Palkia und gebietet den Raum. Okay. Ja, aber das hat sie doch gerade eben gesagt. Ah, ich glaube, sie will, dass ich das Pokémon in mein Team nehme. Da ist es nämlich hier. Dieses Pokémon muss ich jetzt also in mein Team nehmen. Bewegen. Aber die Frage ist, was mache ich jetzt raus? Gute Frage, was mache ich aus? Ich glaube, Sneebel mache ich. Okay. Zelda. Ah, mal Sneebel raus. So. So, aber jetzt. So, jetzt geht's weiter. Ich muss sagen, euer Dorf ist wirklich interessant. Vielleicht schaue ich in der Schneiderei vorbei und werfe mich in Schale. Hoho. Bitte was? Ist jetzt wirklich die richtige Zeit dafür? Bis die Welt erstmal einmal passe. Passé.
haben sich auch Einkaufsbummel ein für alle Mal erledigt. Das könnte meine letzte Gelegenheit sein. Stimmt auch wieder. Nun gut, Farina. Wenn du alle Vorkehrungen getroffen hast, sollten wir auf ein neues zum Sinnoh-Tempel aufbrechen. Ja, dann wollen wir doch mal. Genau, hier muss ich die Gipfelbasis. Nee, Hochland. Nee, was muss ich? Gipfelbasis, oder? Sag Gipfel. Ich muss auch zum Gipfel. So bin ich wirklich schneller als sie mit dem Geier. Ach Mann. Ich habe das Gefühl, dass uns ein letzter Kampf jetzt bevorsteht. Oh, ich habe schon auf dich gewartet. Holo, den hat mein Ganze jetzt nichts mehr gesehen. Da habe ich jetzt gewundert, dass der nicht mehr kommt. Du kannst dich zwar auch im Basislager eindecken, aber vielleicht kommt es dir ja gelegen, kurz vor dem Tempel deine Vorräte noch einmal aufzustocken. So einen Logenplatz für dieses legendäre Schauspiel lasse ich mir nicht entgehen. Sobald der Kampf beginnt, wege ich mich vielleicht noch näher heran. Mach dir jedenfalls um mich keine Gedanken. Für meine Sicherheit weiß ich schon selbst zu sorgen. Außerdem kenne ich doch deine Fertigkeiten, wenn es um Pokémon geht. Noch bevor mir irgendetwas passieren kann, wirst du den ganzen Spuk beendet haben. Na toll. Da wir es in Kampf machen, er genießt die Show. So, ich würde sagen, wir speichern noch einmal ganz kurz. Jetzt geht es los zum letzten Finale, würde ich mal behaupten. So. Ich dachte lange Zeit, dass ich alles Fremde aus dem Weg räumen müsse, um Jubeldorf zu beschützen. Ob nun das Pokémon des Tempels oder dich, du hast mir entschlossen gezeigt, dass meine Überzeugung falsch war. Bist du nun bereit, dich mit derselben Entschlossenheit in den Kampf zu stürzen? Bin bereit. Darina, lass uns gemeinsam den Morgen entgegengehen. Was soll das denn bedeuten? Eine alte Redensart des Diamantclans, mit der man jemanden Glück wünscht. Ach, scheint, als hätte dein Clan manchmal auch ein paar kluge Worte parat. Wir werden dir zur Seite stehen. Komme, was wolle. Auch wenn ich nicht glaube, dass du unsere Hilfe benötigen wirst. Die Menschen und Pokémon von Hisui zählen auf dich, Sarina. Beschütze Raum und Zeit. Boah, das große Finale. Müsste das jetzt sein? Ich weiß ja, dass es ja noch eine After-Story danach gibt. Dass ja noch Pokémon-Content noch als Update dazu kam. Wie ich das so gehört habe. Mann, das ist wirklich riesig. Reißt einfach mal den ganzen Tempel nieder. Ein sehr, sehr starkes Pokémon. Palgia. Da haben wir Palgia. Wow. Einer Pferdeform.
Muss ich jetzt gegen den auch kämpfen? Offenbar wohl schon. Au, ey. Kannst du der Attacke gar nicht ausweichen, der ersten Attacke? Und jetzt. Ah! Boah, was kommt jetzt? Habe ich es geschafft, ehrlich? Wow! Ich habe es geschafft! Nun kommt der Urball zum Einsatz. Und fängt das Palkia. Wow. Und der Himmel wird wieder normal. Der Riss im Raum Zeitfüge ist vorüber. Hat sie es wirklich gefangen? Ich bilde mir das nicht ein, oder? Sie hat es tatsächlich gefangen, nicht wahr? Yes! Dank des Urballs ist es ihr tatsächlich gelungen, das Pokémon zu fangen. Nicht, dass ich etwa anderes von Sarina erwartet hätte. Wirklich eine Glanzleistung! Hier einer an. Selbst Expeditionsleiter Denboku muss zu solch einem Anlass ein Tränchen verdrücken. Oh, ein überaus seltener Anblick. Aua, was sollte das denn? Jetzt kann ich mir zumindest sicher sein, dass ich nicht träume. Hört her. Diese Aufgabe mir war etwas, dem wir alle nicht gewachsen waren. Doch gemeinsam sind wir über uns hinausgewachsen und haben sie bewältigt. Wie mir scheint, gibt es jetzt nur eines zu tun. Ein Fest. Wir werden ein Fest veranstalten. Versammelt alle Mitglieder eurer Clans. Das wird das größte Fest, das Hisui jemals gesehen hat. Wir wollen zusammen mit dem Diamantclan feiern? Feiern? Mit dem Pearl-Clan?
Naja, immerhin hat sich herausgestellt, dass niemand von uns ein falsches Sinnoh verehrt hat. Die Zeiten, in denen wir uns darüber streiten, wer im Unrecht ist, sind Geschichte. Unsere Vorfahren wären wohl sehr überrascht, uns so einig zu sehen. Aber das ist vielleicht der beste Weg, den Ort, an dem wir alle leben, zu beschützen. Nun lasst uns feiern! Feiern wir den Anbruch eines neuen Zeitalters für alle Bewohner der Hisui-Region. Wow, das war also die Hauptstory, so wie es aussieht. Pokémon Legenden Arceus. So, das war tatsächlich das offizielle Ende dieses tollen Spiels. Ja, was soll man dazu sagen? Also, dass es natürlich nicht jedem sein Geschmack ist, das ist ja verständlich, aber mir persönlich als nicht so großer Pokémon-Spieler hat dieses Spiel echt sehr gut gefallen. Bis halt auf dieses Farmen und diese Pokédex-Vollkriege bekommen, war das Spiel eigentlich echt spaßig, hat wirklich, also wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich kann das Spiel wirklich empfehlen. Nur halt dieses, ja, Sammeln und Leveln, ich denke mal, ihr kennt das von anderen Pokémon-Spielen. Ist halt ein bisschen nervig, aber gut, ist halt so. Man muss halt üben, um halt stärker zu werden oder besser zu werden, so wie auch im echten Leben, aber da brauche ich euch ja nichts zu erzählen. Aber an sich, von der Story her, die Vorgeschichte von Diamant und Pearl, einfach Wahnsinn, also ein super Spiel, also wirklich. Und vor allen Dingen kann ich mir gut vorstellen, dass es noch sehr, sehr viel zu entdecken gab in diesem Spiel, was ich bisher noch nicht getan bzw. noch nicht gefunden habe. Aber was ich auf jeden Fall noch machen werde, ist auf jeden Fall noch alle Seelen und alle Ignitos zu fangen. Also alle Seelen einsammeln, alle Ignitos, das werde ich auf jeden Fall noch tun. Und ja, natürlich geht ja die Story jetzt im Prinzip eigentlich noch weiter, wie ich das so gehört habe. Aber auf jeden Fall waren die Kämpfe echt interessant, muss ich schon sagen. So, hier lese ich gerade, mach doch noch den Champ-Kampf. Ja, ich habe schon gehört, es gibt noch einen End-Champion und es gibt sogar noch mal eine Urform von Dialga oder Palkia oder wie der heißt, also von den beiden irgendwie oder von einer Version davon. Gibt es noch die Urform, gegen die wir noch kämpfen können. Also wie gesagt, das Spiel ist im Prinzip jetzt hier noch nicht offiziell zu Ende, was ich auch echt cool finde. Also echt Wahnsinn. Aber ich hoffe doch mal, dass euch dieses Let's Play euch gefallen hat, auch wenn ich euch leider nicht so viel beibringen konnte oder ich euch nicht so mit Infos überreiche, so wie es andere Let's Player, sag ich mal, tun. Aber wie gesagt, ich bin auch kein großer Pokémon-Spieler. Aber gut, ich bin da jetzt voll drin. Und mal gucken, ob ich noch ein weiteres Pokémon Let's Playen werde. Es kommen ja wieder zwei neue angekündigte Pokémons, was hier bei der Pokémon oder Nintendo Direct angekündigt wurden. Welche waren das nochmal, Kev? Ich habe sie jetzt gerade nicht mehr im Kopf, die beiden. Aber auf jeden Fall auch wirklich sehr, sehr interessant. Und es ist ja auch wieder so ein Open-Worlding. Pokémon Karmesin und Violet. Genau, Karmesin, Violet, richtig. Das ist ja auch so aufgebaut wie dieses Pokémon Arceus hier. Denke mal, das wird auch wieder richtig gehypt. Aber als nächstes kommt erstmal Kirby an die Reihe. Kirby. Was jetzt offiziell in 12 Tagen rauskommt. Dieser Zeit dieses Videos, wo ich es gedreht habe. Danke, dass du uns auf diesem Abenteuer begleitet hast. Natürlich, sehr gerne. Und das ist die große Party, die, ja, der Expeditionsleiter, den Boku, veranstaltet hat.
Oh, ein Arceus-Phone. Begegne alle Pokémon. So, wie man sieht, das war noch nicht alles. Siehst du, es geht jetzt hier natürlich schon wieder weiter mit der Story. Das wäre jetzt das offizielle Ende gewesen. Aber wir schauen doch nochmal ganz kurz rein, was passieren wird. Auf die Vorfreude für den nächsten Part. Morgen, Sarina! Der Rest im Raum Zeitgefüge ist verschwunden. Ist die Sache damit jetzt erledigt? Nun, unsere Arbeit ist jedenfalls noch lange nicht getan. Das eigentliche Ziel des Forschungstrupps ist es schließlich, den Pokédex zu vervollständigen. Wir treffen uns im Büro des Forschungstrupps, um zu besprechen, wie es weitergehen soll. Sieh zu, dass du schnell zu uns stößt. Gib dich ins Büro. So, das machen wir doch mal noch ganz, ganz kurz. Wir haben ja noch ein paar Minuten. So, hier haben wir natürlich eine Menge Missionen wieder. Eine Menge Nebenquests. Hattest du auf dem Fest Spaß? Verstehe. Es war ja auch viel los. Ich glaube, ich habe sie noch nie so zu ausgelassen gesehen wie beim Fest, Kommandantin Celestis. Das haben sie sich nur eingebildet, Professor. Wie dem auch sei, Ihr Bericht zum Pokédex, bitte. Der jetzige Stand bezüglich der Vervollständigung des Pokédex kann sich durchaus sehen lassen. Allerdings glaube ich, dass wir noch mehr Pokédex-Aufgaben erledigen sollten. Zudem scheint es in der Hisui-Region Pokémon zu geben, von deren Existenz nur in Legenden berichtet wird. Ob wir diesen Erzählungen wohl wirklich nachgehen sollten? Wir sind Neulinge in Hisui, dazu fehlt uns einfach die Expertise. Hallo, hallo, ich habe zufällig gehört, was ihr gerade gesagt habt. Wenn es um die Geschichte und Legenden der Hisui-Region geht, seid ihr bei mir an der richtigen Adresse. Ich habe öfters mal blau gemacht und ich meine natürlich, wenn es die harte Arbeit bei der Ginkgo-Gilde erlaubt hat, habe ich die Ruinen der Hisui-Region aufgesucht. Daher bin ich überzeugt, dass ich euch einiges über legendäre Pokémon beibringen könnte. Oho, das klingt vielversprechend. Dafür wären wir Ihnen wirklich äußerst dankbar. Sarina, diese Aufgabe geht an dich. Höre dir an, was der Händler zu berichten hat. Und kooperiere mit ihm, falls nötig. Wir werden derweil versuchen, auf andere Weise Informationen über Pokémon zusammenzutragen. Wunderbar, wie wäre es, wenn wir uns in der Anhöhenbasis treffen, Sarina? So, die Mythenjägerin. Hätte da nämlich auch noch eine Bitte an dich. Bis später. So, schauen wir doch mal, was der für Bauchschmerzen hat. Cornelius. Du bist doch dieses Mitglied des Forschungstrupps. Von dessen können alle schwärmen, oder? Ich hätte da eine Bitte an dich. Du kennst doch sicher den Erztunnel, oder? Er liegt in der Nähe vom Obsidian-Wasserfall. Also, als ich neulich im Erztunnel ein paar schöne Steine aus der Wand graben wollte, hat sich mir ein gefährliches Pokémon in den Weg gestellt. Könntest du es vielleicht für mich beruhigen? Natürlich. Danke, wenn du bereit bist, das Pokémon in seine Schranken zu weisen, komme ich zum Erztunnel. So, natürlich die berühmte Tafel. Da werden bestimmt auch wieder eine Menge. Ein tiefschwarzer Albtraum. Das hat einen Bericht über die Sichtung eines angsteinflößenden Pokémon erreicht. Sprich mit Duncan im Professor Lavins Büro und versuche es zu fangen. Cool. Bist du diejenige, die meinen Auftrag angenommen hat? Dann kommen wir mal gleich zur Sache. Eine alte Legende in Hisui erzählt von einem dunklen Albtraum, der Menschen nachts auf einsamen Pfaden heimsucht. Ich glaube ja eigentlich nicht an solches Zeug, aber ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Das schreckliche schwarze Pokémon, das so aussah, wie es in der Legende überliefert wird. Es heißt, wer in einem von ihm erzeugten Albtraum gefangen wird, wache nie wieder auf. Wir müssen also etwas unternehmen, bevor ihm
jemand zum Opfer fällt. Ich habe das Pokémon auf halber Strecke zum Gipfel des Kraterbergs gesehen, in der Nähe der Kletterklippe. Ich war nachts alleine unterwegs, so wie es die Legende besagt. Aber pass bloß auf, dass es dich nicht erwischt, hörst du? Okay. Haben wir hier noch irgendwelche Aufgaben mit dem Häuschen? Nein. Sieht nicht danach aus. Ja, auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, erwartet mich hier wirklich noch einiges. Und ich würde doch mal sagen, wenn ihr natürlich wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet doch zum nächsten Part ein. Ich bedanke mich natürlich, dass ihr mir zugeschaut habt. Lasst gerne einen Daumen da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und natürlich auch gerne ein Abo, falls ihr gerne meine weiteren Videos und Projekte ansehen möchtet. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bye!